sind wieder da an der schönen Adria, was natürlich mit viel Bier und viel Wein begossen wird. Unser alter Freund Josip Barbarossa ist Spezialist im Grillen. Doch davon später mehr. Ja, liebe Filmfreunde, mit etwas Verzögerung sind wir bei Josip eingetroffen und der Wind, der macht natürlich vieles zunichte. Ich hoffe, dass einige brauchbare Aufnahmen dabei sind. Bis später. Da der Manfred ja so größer ist, ne, der hat sich trotzdem die Übersicht. Ja, weiß ich doch. Ja. Es sind jedes Jahr die gleichen Leute, die sich hier treffen. Auch Uta ist nun schon das dritte Mal mit dabei. Mit einer kleinen Handkamera versuche ich das Urlaubsgeschehen so ein wenig aufzuzeichnen. Ja, und diese Urlaubsgemeinschaft fühlt sich hier im kroatischen Sommer so sichtlich wohl. Na ja, er kann ja jetzt nicht mehr wie zurück. Aber er ruht unter dem Hintergrund. Ja, Josip und seine Mitarbeiterin sorgen für unser leibliches Wohl. Doch davon später mehr. Ja, liebe Filmfreunde, nun ein Blick in Josips berühmte Grillecke. Hier werden die leckersten Fischgerichte der kroatischen Küste hergerichtet. Ach ja, Sauberkeit, das ist erstes Gebot. Und Josip ist sehr penibel. Ja, ein kleines Schwitzchen, das muss sein, das darf niemanden verwehren. Prima, prima, der Salat schmeckt gut, aber wo bleibt der Fisch? Ja, hier ist er, der Fisch. Bei zwei Spezialisten am Grill, da kann doch eigentlich gar nichts mehr schief laufen. Und mit dem Schlachthof Bravo, schöne Gut, ein Spruch von Josip, geht das Grillen ganz von alleine. Riba ist hier, dobre Gene, Vino, Riba,
vino žene, nicht dobre. Josef über die Schulter zu schauen, das macht so richtig Spaß, denn er ist Weltmeister im Garnieren. Schauen Sie bitte selber. Mal grillen, das muss auch gelernt sein, denn alles im Leben braucht seine Zeit. Bravo, bravo, der Fisch ist fertig. Da werden sich die hungrigen Mäuler aber so richtig freuen. Denn ein ganzes Jahr haben wir auf diesen Moment und auf diesen Tag gewartet, bei Josef wieder den leckeren Fisch essen. Nette Menschen, gut essen und trinken, ein Bombenwetter, das ist sie, die berühmte kroatische Gastfreundschaft. Und darum kommen wir alle so gerne wieder an dieses wunderschöne Land an der Adria. Mit einem Abschiedstrunk sagen wir Tschüss und Dobisenja. Dieser wunderschöne Tag wird uns noch lange, lange in Erinnerung bleiben. Prima, Josef. Prima, Klima. Na ja, guck mal. Das ist Danke, Josef. Nun senkt sich der Abend über das Land und wir müssen Abschied nehmen von all dem, was uns in 4 Wochen so gut gefallen hat. Von der Sonne, von dem ewig blauen Himmel, aber auch von den netten Menschen, die wir kennengelernt haben.